Willkommen zu Teil 3 unseres Eponia Let's Plays auf der Heinzcon. Und wir machen jetzt ein Let's Play im Let's Play. Denn ihr wurdet herausgefordert zu Sorry Bahnfrei, dem bekannten Kartenspiel. Ja, der schwarze Ritter tritt vor, nimmt vorsichtig einen von diesen kleinen Curling-Stöcken und sagt, ich werde ihn nun platzieren. Danach bist du dran und dann du und dann du. Und am Ende, wenn wir alle jeweils unsere 4 kleinen Plastikeisstöcke platziert haben, werden die Punkte verteilt und wir müssen alle versuchen, ins Haus zu kommen. Es wird mehrere Runden gehen. Möge der Beste gewinnen. Das war nicht gut. Du bist dran. Der dunkle Ritter ärgert sich. Was macht denn währenddessen hier die andere Fraktion? Ja, wir werden natürlich zum Kommandostand des Schiffes oder zur Maschine. Wir gehen zur Maschinenraum. Ja, genau. Das dürfte weniger aufwendig sein. Wir schleichen uns Richtung Maschinenraum vor, um da dann die Maschinen zu manipulieren. Aha. Wo vermutet ihr den Maschinenraum? Im Rumpf des Schiffes, würde ich mal sagen. Genau. Ja. Im Rumpf des Schiffes. Du gehst rein und siehst dort eine Versammlung von Leuten, die alle brav aufzeigen und sie offensichtlich diskutieren. An der Wand ist so ein Spreadsheet und da sind Dinge angebracht wie monatliche Überfälle und Verteilung des Risikos, gleichmäßige Auszahlung aus dem Überfallfonds. Die schauen alle etwas überrascht auf, als ihr hereinkommt in diesen Raum. Ja, dann Steff ist nicht im Bilde. Ich kann auch ein zweiter rutschen. Ein paar, der kommt sofort raus. Das geht natürlich auch ganz gut, ja. Das funktioniert. So. Shit. So, ja, wir haben jetzt, Horde verdutzte Primaten. Weitermachen, sehr gut. Was auch immer ihr gerade tut. Wir versuchen gerade unseren Club der ehrlichen Banditen ordentlich aufzustellen. Ah, ich verstehe. Ein sehr ehrenwertes Unterfangen. Ja, ja. Dann habt ihr denn noch Tipps für uns? Ihr seht aus, als wärt ihr wirklich ehrliche Banditen. Was habt ihr denn alles schon? Die gerechte Aufteilung? Aha, aha. Wie sieht es denn, wenn ihr aufrichtige Banditen seid, wie sieht es dann mit dem Pflichtanteil für die Armen aus? Wir sind noch am Überlegen, ob wir das einführen oder bessere Zahnvorsorge. Was ist denn mit einem bessere Zahnersatz. Wie wäre es mit dem Zahnersatz für die Armen? Zahnersatz für die Arme. Und ihr behaltet die ganze Beute. Aber müssen wir den Zahnersatz nicht von der Beute bezahlen? Ja, aber das könnt ihr dann von der Steuer abschreiben. Es gibt ein kurzes Getusche und dann, wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir Steuern zahlen. Das ist dumm, weil ihr könntet solche Sachen dann eben von der Steuer absetzen und würdet hinterher sogar noch was rauskriegen. Oben an Deck startet die zweite Runde Sorry Bahnfrei. Ja! Noch ist nichts entschieden. Habt ihr denn einen Betriebsrat gewählt? Oh nein. Müssen wir das, wenn wir nur ungefähr 20 Leute sind? Ja, sicher, natürlich. Ja. Ja. Müssen wir da nicht einen von uns freistellen, nur für den Betriebsrat? Ja, aber der ist dann natürlich auch unkündbar. Das solltet ihr natürlich berücksichtigen. Ja. Es gibt wieder ein gewisses Kuscheln unter den... Yes. Es zeichnet sich ab, dass Manni gerne seinen eigenen Kegel jetzt ausschießt. Ich denke, eine solche Frage lässt sich nur mit einem Duell klären. Hm. Oh, ja. Gottes Wer auf. Mit wem? Ich meine, ihr macht das doch sicher unter euch aus. Ja, natürlich. Es sei denn, ihr wollt hier irgendwie mitmachen. Ihr wart ja offensichtlich auf dem Weg irgendwie tiefer ins Schiff. Ja, ich. Ja. Da haben nur Mitglieder von unserem Verein Zutritt. Ah, ich verstehe. Dann müssen wir da wohl. Kann man euch denn noch beitreten? Ja, natürlich. Ah, natürlich. Ja, ihr müsst natürlich für den Beitritt bezahlen. Oh. Zahlen. Ja, wir nehmen auch Naturalien. Ja, wir haben dann noch dieses. Und jetzt nee, nee, also. Hast du was Besseres? Man kann irgendeinen nehmen, ja? Wir haben natürlich dieses Einmachglas voll unsichtbaren Goldes. Oh, unsichtbares ja, Gold. Ja, ihr müsst es allerdings drinnen lassen im Glas. Sobald ihr es rausnehmt, löst es sich auf. Es harmoniert nicht mit Sauer. Es harmoniert nicht mit Sauerstoff. Sehr gut, sehr gut. Der Mann, hinten geben sich der Mann, Fall. Der Affe hat es kapiert. Ja. Na gut. Und ihr müsst natürlich ein Duell fechten. Oh Gott, ich kann aber niemanden verletzen. Ah, das ist kein Problem. Ich würde gerne mit dem Wasser der Blume das Brett von dem Champion so glatt machen, dass er nicht mehr in den mittleren Bereich rutscht. Weil immer darum bin ich da aus. Mhm.
Unter großem Gejohle präparierst du die Bahn. Und nein, das sind aber finstere Tricks, die leider zugelassen sind der Regel nach. Du darfst jetzt zwei von meinen Sticks, nachdem ich sie platziert habe, wieder bewegen. Der ist eh draußen gelandet. Das mit dem Nun denn, Duell, einer von euch muss sich zum Duell stellen. Ja, ich mach das. Tu ihm aber nicht zu sehr weh. Ich kann doch nicht mehr ansehen. Seht das so? Ich habe schon so viel Leid gesehen in meinem Leben. Dann er guckt doch einfach weg. Ja, stimmt. Sinnkräfte. Zwingt dich doch keiner hinzugucken. Ja, ja. Dann mach aber auch. Ja. Ich kann keine Kreatur leiden hören. Mit wem soll ich mich denn da duellieren? Manni! Nicht genau in die Mitte. Ein besonders gut aussehender fescher Affe tritt vor und sagt, das gibt natürlich hier bestimmte Regeln. In der ersten Runde müssen wir uns gegenseitig beleidigen. Das sind Regeln, die normal zu einem Point-and-Click-Adventure gehören. Ich fange mit einer Beleidigung an und du musst kontern, oder du fängst dann mit einer Beleidigung an und ich muss kontern, du darfst dich entscheiden, wie du machen möchtest. Ich fange mal an. Habe ich sehr gut präpariert. Ja, das hast du sehr gut präpariert. Die sind alle zufällig. Ich glaube, man ist raus. Ja. Oh. Homungoliath hat schon zwei Figürchen im Haus. Profato Zentarpnel hat ebenfalls schon eine Figur im Haus. Manni hängt leider hinterher, der dunkle Ritter hat auch schon eine Figur im Haus. Der es ist ein zähes Rennen. Die Leute ringsum knabbern sich die langen Fingernägel ab, reißen sich die Haare am ganzen Körper aus und gehen richtig mit. So. Du Sohn eines stinkenden Seesterns. Das ist nur so lange lustig, wie es nicht wahr ist. Du treibst ihn einen Schritt zurück. Das war aber eine ziemlich armselige Beleidigung. Er scheint auch sehr getroffen davon. Er sagt, gut, in der zweiten Runde müssen wir uns ein Kompliment machen. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ach, ich höre gerne Komplimente, dann fang doch mal an. Ja, du musst mir dann aber das bessere Kompliment machen. Ja, ja, das schaff ich schon. Euer Haar sieht aus wie frisch geföhnt. Euer Haar sieht aus wie frisch gestylt und frisch gefilmt. Oh, das ist, er geht einen weiteren Schritt nach hinten. Und in der dritten Runde müssen wir uns ein Kompliment machen, das gleichzeitig eine Beleidigung ist. Diese seelische Pein kann ich nicht mit anhören. Verdammt. Soll ich anfangen? Sag doch mal was. Es, Madi! Ich kann nicht. Du siehst fast so schön und intelligent aus wie mein Föhn. Es ist zugegeben auch ein wirklich schöner Föhn. Ich finde es erstaunlich, dass eine Frau eurer Talente sich an solche Herausforderungen wagt, obwohl sie eigentlich für sie nicht erreichbar sein sollten. Er hat sich ein bisschen verhaspelt. Das war ein bisschen langatmig. Ja. Wir nennen es ein Unentschieden und es muss eine letzte Runde ausgetragen werden, weil wir hier noch nicht fertig sind. Nochmal. Ein Kompliment, das mich beleidigt. Du bist so schön, um wahr zu sein. Er löst sich in einem Logikwölkchen auf. Du hast gewonnen. Die Piraten, die anständigen Banditen sind sehr zufrieden mit der Situation und sagen, jetzt könnt ihr natürlich überall hier hin, wo ihr wollt. Das ist ja super. Ja, und ihr ist ja gerade Platz frei geworden. Ihr könnt auch alle Dinge mitnehmen, die ihr wollt. Und, das ist hier üblich, wir stecken einfach Sachen ein. Außer Zahnbürsten, Zahnbürsten sind heilig. Oh, ich habe auch nicht hier. Ja, dann gucken wir uns doch mal um, ob wir etwas finden. Was soll ich auch mit einer Zahnbürste, wenn ich einen Föhn habe? Dann. Er schaut dich an. Blasphemie. Haben die Zähne auch mit dem Föhn reinigen? Ja, natürlich. Ja, wenn man ihn auf extra stark stellt. Man kann sogar Locken in die Zähne machen. Dann sehen die Zähne aus. Wir sind nicht da. Scheiße. Ja, es beginnt offensichtlich ein Kirchenschisma, während ihr euch tiefer in das Schiff schleichen könnt. Oben läuft immer noch das spannende Duell. Er hat gewonnen. Oh, Humongoliath wird auf den Schultern getragen und gefeiert. Thank you.
Damit hast du den großen Preis gewonnen, in den Meeresvulkan geworfen zu werden als Opfer. Das ist nicht super. Ich will mich nur kürzen. Auf zum Meeresvulkan. Auf zum Meeresvulkan. Sie setzen Kurs auf den Meeresvulkan. Ihr seid tief im Schiff und habt den Maschinenraum erreicht. Das wollen wir euch kurz anschauen und sagen, ah, ihr seid frisch im Club beigetreten? Ja. Sehr gut. Ja. Hat man euch schon eure Dienstzahnbürsten gegeben? Nein, noch nicht. Ja, die findet ihr weiter hinten in der Ausrüstungskammer neben den Waffen. Ah, sehr gut. Danke, danke. An Deck fällt Hugo Goliath in Schlaf, während rings um ihn gefeiert wird, dass er der Horribahnfreimeister ist. Hugo Goliath, ich bin auch müde, aber wir müssen weiter. Aber das war echt gut, was du gemacht hast. Prima. Ja, nicht so wie du, Manni. Ja, das war nicht ganz so gut wie das, was du gemacht hast. Aber das war gut. Jetzt damit wir kommen jetzt nach Hause? Nein, wir setzen jetzt Kurs auf den Vulkan, damit du geopfert werden kannst. Alles klar, da wollen wir doch sowieso hin. Das ist ja sehr praktisch. Oh, das sollte ich nicht so laut sagen, oder? Rings um dich wird Party gefeiert. Das ist alles gut. Oh, Moment. Unter Deck kommt ihr an eine Kreuzung und beide Richtungen sind beschriftet. In die eine Richtung geht es Maschinenraum, in die andere Richtung Privatkabine Dr. Wurst. Mhm. Weiter Maschinenraum? Wir könnten auch gleich diesen Dr. Wurst hier hops nehmen. Oder? Aber ich kann es nicht mit mir vereinbaren, dieser armen Seele Schmerzen zuzufügen. Ich habe zu viel Leid in meiner Zeit beim Organon gesehen. Ich weiß nicht. Ich falle gerade, glaube ich, in eine Krise. Auf einem kleinen Auswuchs an der Wand sitzt eine Schabe, die ein elektronisches Werkzeug auf ihn ausrichtet und nickt sehr entschlossen. Danke. Das ist ein winziges Ding, das ist eine Schabe. Also, sie nimmt es weg, als du danach greifen willst. Schaut dich böse was, an. Was möchtest du mir sagen? Sie gestikuliert. Aha. Ich spreche keinen Schaben. Wenn andere Schaben kommen, du könntest schwören, aber es ist schwierig auszumachen in der Größe, dass sie kleine Headsets aufhaben und miteinander diskutieren und einer hat wieder ein Klemmbrett. Was hat das zu bedeuten? Ich nehme mal dieses Device hier, was garantiert ein Übersetzungscomputer ist. Ja. Und dann hören wir doch mal, was sie zu sagen haben. Und die eine sagt, nein, wir machen da kein Found-Footage draus, das ist mir zu billig. Das heißt, kurz schon schweigen, und sagt, okay, dann machen wir hier jetzt Schluss mit dem Close auf ihn, während er rumheult und die nächste Szene drehen wir woanders. Ja. Da sind wir im schlechten Film. Die Schaben rücken ab. Du hörst noch aus dem Übersetzungsgerät die eine und ruft den Caterer an. Der Kaffee heute Morgen war unerträglich. Ich glaube, wir gehen doch zum Maschinenraum. Aber dann verdammen wir so viele Seelen zum Tod. Die Schaben halten noch mal inne und es scheint eine weitere Diskussion zwischen ihnen zu geben. Ich kann mit dieser Schuld nicht leben. Na gut, dann hau ich dem Dr. Wurst den Spaten über den Kopf und du guckst weg. In Ordnung. Das geht. Gut, du gehst also in Richtung Dr. Wurst. Ja, dann gehen wir da mal hin. Ja. Da ist auch eine Tür, die groß mit zwei Sternen und einem hier im Schriftzug Dr. Wurst markiert ist und wo gerade ein paar Schaben unter der Tür durchschlüpfen. Mhm. Hast du schon zugeschlagen? Ich habe nichts gehört. Nein, die Tür ist ja noch zu. Mein Gott, bist du langsam. Ja, dann machen wir mal die Tür auf. Ja. Die Tür geht auch auf und auf der anderen Seite erwartet euch ein geschickt, so ein bisschen mit Nebel ausgefüllter und düster ausgeleuchteter Raum mit sehr vielen kleinen Käfigen an der Wand, in denen jetzt zirrend Mimikry-Zahnbürsten zum Leben erwachen und sich dann gegen die Stangen werfen. Und in der Mitte sitzt ein sehr übergewichtiger Mann auf einem Drehstuhl, der sich langsam umdreht mit einer großen Zahnbürste im Arm und sagt, ich habe euch erwartet. Ja, wir haben auch diese... Also nicht euch speziell, aber ich habe damit gerechnet... Er streicht über die Borsten. Ich habe damit gerechnet, dass jemand kommen würde, um mich aufzuhalten.
Wir haben auch dieses dringende Spatentelegramm. Mach, mach! Ich nehme mal den Spaten. Er müht sich etwas anstrengend aus seinem Stuhl und murrt dabei. Ja, immer muss man alles selber machen, wo sind Scherben, wenn man sie braucht. Und stellt sich dann mit gezogener großer Zahnbürste dem Duell. Ich zieh mal den Spaten und ja. In meiner aufreizendsten Pose stelle ich mich dorthin, ja. Nimm den Spaten und zieh dann ganz infam meinen Föhn, um ihn damit. Oh nein! Schweiß bricht ihm auf der Stirn aus, ringsum abzulenken, damit ich ihm doch den Spaten vor den Schädel hauen kann. Er geht zum Boden. Er redet nicht mehr. Es bildet sich ein kleines Blutlach unter seinem Kopf. Die Zahnbürste versucht davon zu kriechen. Schnapp dir mal die Zahnbürste. Ich hechte nach. Waffels, schnapp dir die Bürste! Waffels, wuff! Mit seinem Rollschuhbein hüpft er über die Leiche hinweg und schnappt sich die Zahnbürste. Er kommt zurück, er hat keine. Warum auch immer du die Zahnbürste willst, aber er überreicht sie. Danke! Jetzt muss ich die Zahnbürste raussuchen, ne? Ja. Ja, dauert viel Spaß. Bisschen. Ja. So, was machen wir jetzt mit dem armen, leidenden Mann? Der leidet doch gar nicht mehr, jetzt kannst du ruhig hingucken. Lebt er noch? Nö. Das müsst ihr die genauer untersuchen, ist unklar. Ach, bei der Blutlache? Bestimmt nicht. Ja, aber war es nicht eigentlich, wir können ihn nur vernichten, indem wir das mit dem Vulkan und so... Das stimmt bestimmt gar nicht. Du meinst, der Seestern hat ein doppeltes Spiel mit uns gespielt? Stimmt. Aber wir können es ja mal kurz ausprobieren. Nee, ich nicht. Ja, das ist die Zahnbürste. Ja, gib mir meine Zahnbürste. Mann. Waffels sitzt hechelnd neben dir und erwartet eine Belohnung. Ja, brava Waffels. Ich guck in meiner Rüstung der 1000 Möglichkeiten, ob ich noch irgendwo eine Notration habe. Du hast dieses bunte Ei. Ja, das klopfe ich an meiner Stirn auf und gebe es Waffels zum Futtern. Als Belohnung. Waffels freut sich. Gut. Und, lebt er noch? Ja. Dann fessel ich den mal mit der Schnur von meinem Föhn. Gut. Dann hast du jetzt natürlich deinen Föhn gebunden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, ja. An Deck fangen die Leute an, Homunkuliat mit kleinen, aus Papier gefalteten Votivzahnbürsten zu behängen. Es raschelt. Das ist eigentlich ganz hübsch. Das ist ganz hübsch. Gar nicht so scheiße, ein Säugetier zu sein. Warum sind die anderen jetzt noch mal nach unten gegangen? Wollen die das Schiff umlenken? Aber das ist jetzt ja egal, wir fallen sowieso dahin. Alles entwickelt sich so, wie wir es haben wollen. Ich mag das, wenn die Pläne funktionieren. Vielleicht sollten wir sie... Was wollten die denn jetzt? Ich muss jetzt unbedingt endlich mal erstmal eine Toilette finden. Ja, viel Spaß. Als du unterdessen kommst du in einen Raum, wo mehrere Leute sich gerade darüber unterhalten, ob denn Föhn tatsächlich auch ein Gegenstand ist, den man anbeten darf. Sie sind sehr abgelenkt davon. Kannst du durchschlüpfen. Geht weiter. Relativ schnell kommst du an der T-Kreuzung, an der in der einen Richtung steht Maschinenraub und in der anderen Richtung Dr. Worst. Du hörst aus der Richtung gerade irgendwie einen Hund, der offensichtlich ein Ei isst. Das ist nämlich ein sehr lautes und ekliges Geräusch. Das Geräusch gibt es nur, wenn Hunde Eier essen. Geh ich in diese Richtung. Ja, da ist eine offene Tür und dahinter steht sie über einem dicken Mann, der am Boden liegt. Er hat eine Zahnbürste in der Hand und leidet offensichtlich. Ja. Und der Hund ist ein Ei. An den Wänden sind sehr viele Käfige mit Mimikry-Zahnbürsten, die in erbärmlichen Umständen gehalten werden. Vielleicht ist die Zahnbürste die Hoffnung unserer Gesellschaft. Habt ihr die in der Toilette gesehen? Ist das der Doktor? Nein, ja. Es scheint auf diesem Schiff keine Toilette zu geben. Übrigens, das Schiff ist bereits auf dem Weg zum Vulkan. Das trifft sich gut. Sollten wir ihn vielleicht in den Vulkan hinunterlassen? Ich weiß nicht, ob ich das mit mir vereinbaren kann. Wieso nicht? Schau ihn dir doch an, wie er da liegt. Dr. Worst richtet sich wieder auf und sagt, haha, nichts kann mich vernichten außer Lava, die mehr als 1425 Grad hat. Aber er ist gefesselt, oder? Ja. Du bist auf diesem Schiff eine Toilette. Im Maschinenraum. Auf zum Maschinenraum. Euer Plan wird niemals aufgehen. Warum? Ihr habt keinen. Stimmt.
Aber das wird uns nicht aufhalten. Aber da wir keinen Plan haben, wird er funktionieren. Somit ist deine Aussage falsch. Warum hast du meine Zahnbürste? Weil du sie im Moment nicht benutzen kannst. Vielleicht sollten wir einen Doktor aussuchen. Nicht, dass er Hilfe braucht oder so. Sollen wir das machen? Wollen wir? Na gut, gehen wir runter. Die Party geht ohne euch weiter. Es werden noch Ehrenrunden zur Bahn freigeschrieben. Der dunkle Ritter ist aber irgendwie verschwunden. Wo sind die denn hin? Wo ist eigentlich der Ritter hin? Egal. Wir suchen die jetzt. Dr. Dozent! Dr. Dozent! Eine Stimme halte ich. Wow! Ja, Moment, Moment, ich muss erst die Toilette finden. Ah. Geh zum Maschinenraum. Dort steht ein großer, extrem gerüsteter Mann neben einem Hebel. Und ansonsten sind eine Menge Maschinen. Ist das der Hebel für die Toilette? Nein, das ist der Hebel, um das Schiff im richtigen Moment anzuhalten, damit wir nicht in den Vulkan fahren. Und wo ist die Toilette? Da. Geht dorthin. Ist Unisex. Sehr gut. Du findest eine Toilette und kannst sie benutzen. Endlich. Verdächtige Geräusche weisen darauf hin, dass alles, was dort abgeliefert wird, einfach im Meer landet. Aber als Deponianer findet man das eigentlich relativ... Oh, das dauert aber. Das kann eigentlich nur die Qualität der Gewässer verbessern. Wir sind nicht in Deponia. Ja, aber du bist ja noch nicht. Ben, wie machst du das? Achso, das wäre gleich nicht. Wir beenden... Und komm aber wieder in der nächsten Folge. Ja, genau, wir beenden diese und wir sehen uns bald wieder. Wenn uns Brett nicht vor allem umbringt.